Willkommen zurück. In diesem Video möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie man einen Vorgang oder Mitteilung an uns macht. Es gibt viele Wege, die dahin führen. Ich kann entweder über Service und dann bei meiner Anfrage auf Plus gehen. Dann öffnet sich das Fenster, wo ich das auswählen kann. Ich kann aber auch hier meine Anfragen gehen. Bin ich im selben Fenster wieder, auch wieder auf Plus. Der Weg ist dabei ziemlich gleich, weil sie kommen letztendlich immer am selben Punkt raus. Das heißt, ich gehe jetzt einfach meine Anfragen, da ist momentan noch eine Datenänderung drin und jetzt sage ich Plus, also eine neue Anfrage. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann mein Anliegen hier eintippen oder ich kann hier aus den Kategorien auswählen. Wenn ich die einmal draufklicke, dann sieht man das hier, dann klappt das Menü auf. Ich kann hier zum Beispiel allgemeine Frage oder Informationen haben, Lob oder Kritik, ein neues Klingelschild bestellen, einen Schlüssel bestellen oder Zählerstand melden. Wir machen einfach mal eine Zählerstandsmeldung. Die müssen Sie in der Regel einmal im Jahr machen. Daher ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Einmal draufklicken. Jetzt habe ich hier, ich sehe, ich bin dabei, einen Zählerstand zu melden. Hier steht dann, dass ich bitte den aktuellen Zählerstand mitteilen soll. Ich habe hier mehrere Felder, einmal für Wasser, Gas, Strom, Fernwärme oder weitere Sonstiges. Ich kann auch jederzeit ein Foto hier hochladen. Das heißt, ich kann es mal ganz einfach machen. Ich kann davon ein Foto schießen und das hier hochladen. In dem Fall kann ich jetzt zum Beispiel eingeben, der Wasserzähler hat den Stand so, der Gaszähler hat von mir aus den Stand so. Strom habe ich auch noch, okay, der hat diesen Stand. Und dann sage ich absenden. Im Übrigen mit den Anhängen. Es gibt noch ein weiteres Video, wo wir noch auf die Apps eingehen oder auf die App. Es gibt bei uns eine kostenlose App auch dazu, sowohl für das iPhone und iPad als auch für Android-Geräte. Wenn ich jetzt das über mein Handy machen würde, könnte ich direkt in meinem Handy gehen, eine Aufnahme machen und kann direkt diese Aufnahme anhängen. Noch eleganter geht es ja gar nicht und noch einfacher geht es gar nicht, außer auf diesem Wege. In dem Fall machen wir es aber noch mit diesen Zählerständen und sage absenden. So, jetzt sehe ich bei meinen Anfragen, es gibt hier zwei Stück, es gibt einmal die Änderung der Daten im Kundenportal und es gibt den Zählerstand. Ich kann auch nochmal, wenn ich sehen möchte, was ich da gemeldet habe, vielleicht habe ich vertippt, kann ich nochmal sehen, ich habe gemeldet, Wasserzähler hat den Stand 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gas diesen und Strom diesen. Wenn ich jetzt nochmal irgendwas hinterher schreiben möchte, ich habe noch einen vergessen oder ich habe jetzt mich doch vertippt, vielleicht einen Zahlendreher drin oder eine Ziffer vertan oder Komma falsch gesetzt, kann ich das machen. Ich kann mal hier nochmal Bilder hochladen und könnte dementsprechend die Korrektur absenden. Vielleicht können wir das mal kurz machen. Stromzähler ist falsch. Richtig ist 11,11. So, ich könnte so ein Foto anhängen. Dann mache ich absenden. So, in dem Fall sieht man nochmal meinen Kommentar dazu. So kann ich dementsprechend meine kompletten Anfragen weiter bearbeiten. Jetzt wäre auf jeden Fall der Zählerstand komplett gemeldet.